Sebastian. Ah, morgen, mein Junge. Deine Viecher werden immer ähnlicher. Ja, du hast recht, die lassen sich genauso wenig dressieren wie ich. Hast du sonst noch ein paar Liebenswürdigkeiten auf Lager? Ja, du könntest doch mal ein paar neue Hosenträger kaufen. Hab ja welche für Sonntag. Dann soll es jetzt losgehen. Komm rein, komm rein. Lass ihn rein, das ist ein Freund. Was soll denn das? Man guckt nicht zu, wenn ein Mensch untersucht wird. Also Spucke hast du mich, aber scheiße kannst du nicht. Na, benutzt dein Bruchband als Ersatzhoseträger und lass dich endlich operieren. Ach, also bitte, wenn du unbedingt eine Bauchfellentzündung haben willst. Was ist denn das? Das ist was, Sebastian, wo man ein für alle Mal der Löffel wegschmeißt. Himmelfahrt oder das Gegenteil. Noch nie im Krankenhaus. Ja, ich auch nicht, jedenfalls nicht als Patient, aber mit dem Leistenbruch ging ich heute noch hin. Macht 50 Mark. Meine Tiere? Lass doch deine Viecher von denen Buben im Dorf versorgen. Ist doch bloß für ein paar Tage. Kommt doch keiner. Hab ich doch immer weggejagt von meinen Kirschbäumen. Selber schuld. Hast du doch deine Kirschen stehlen, wenn du sie selber nicht frisst. Mark, hab ich gesagt. Ich bin doch kein Trödler. Was anderes gibt's nicht. Ich geb's her. Ja, du bist ein Leutefinder, bist du. Na, warte doch mal, renn doch nicht weg, bleib doch mal stehen, Mensch. Was kostet so eine Operation? Ein paar Tausender, schätze ich, mit allem Drum und Dran. Wenn du denen allerdings so ein Fußbänkle anbietest, dann schicken sie die gleich weiter ins Narrenhaus. Also schön, lass ich mich aufschlitzen. Eben mal. Bleibt immer noch die Frage, wer sich um meine Viecher kümmert. Wer keine Freund hat, wenn es ihm gut geht, der hat auch keinen in der Not. Hab doch einen. Na, ist ja gut. Nee, warte, warte, mein doch dich natürlich. Jetzt habe ich befürchtet, drum mache ich ja, dass ich wegkomme. Na, hör mal, das ist doch nicht so schlimm. Machst einen kleinen Umweg, wenn du deine Patienten besuchst. Die Hunde füttern, die Ziegen melken, die Ziegen will ich ganz alleine trinken. So, ich hab schon gemeint, die muss ich in ihre Klinik bringen. Du wirst mich doch mal besuchen. Was? Ja, na bitte, lass bleiben, lass doch. Ja, also gut, dann besuche dich halt, Sebastian. Was sag ich? Weiß zwar nicht warum, aber du. Was sag ich denn da? Wo? Na ja, aber da, wenn ich da hinkomme in die Klinik, was sag ich denn da? Gut, das gibst ab und sagst, dann bringt man einen schönen Gruß von mir. Und noch was, Sebastian. Wasch dir mal richtig, bevor du hingehst. Du schmeckst ein bisschen streng. Leb du mal mit lauter Ziegen und dem ganzen Kopfzeug hier. Lass dich nicht umbringen, Sebastian, weil das wäre ein Verlust auf Menschheit. Hört mal zu, ich muss mit euch reden. Ich muss euch ein paar Tage allein lassen. Ich habe euch für teures Geld einen Onkel engagiert, der auf euch aufpasst. Jetzt können Sie ihn zuhören. Gestern war ich nicht zu Hause. Nicht weg. Gut. Du sag mal, ist das eine Protzerei oder eine Ehekrise? Was? Das da. Wahrscheinlich keins von beiden. Eher Zweckmäßigkeit. Meinst du? Na, ich weiß nicht. Und die sich manchmal während der Dienstzeit anfauchen? Das heißt, sie ihn. Er duckt sich ja nur. Ach, hör doch auf. Du bist doch bloß sauer, weil er mit dir mal Schluss gemacht hat. Er mit mir? Ich mit ihm? Der Basler schickt mich mit dem Großherrn Brinkmann. Den Herrn Professor? Weiß ich nicht, ob der Professor ist. Zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Einweisungsschein. Tja, der Basler hat mir was mitgegeben. Ich weiß nicht, ob das ein Einweisungsschein ist. Und der Krankenschein? Nee, ich bin keiner Krankenkasse. Mein Leistenbruch soll operiert werden, das alles. Ach, Herr Mühlmann, kommen Sie doch mal bitte rein. Hier ist eine Einweisung ohne Krankenschein. Guten Tag. Ja. Sie sind privatpatient? Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Können Sie sich irgendwie ausweisen? Natürlich kann ich mich ausweisen. Moment mal. Okay. Ist das mein Leben? Sie sind schon 12 Jahre abgelaufen. Na ja, warum brauche ich denn schon mal
Na, also, was ist denn nun mit diesem Professor Brinkmann? Das ist ja da, ist ja nicht da. Moment mal, zunächst müssen wir mal das Verwaltungsmäßige abwickeln. Ja. Weil die Sicherstellung der Honorarabrechnung zum Beispiel. Was? Na, ob Sie auch bezahlen können, wenn Sie schon nicht in der Krankenkasse sind. Na klar, kann ich bezahlen. Brauchen Sie Vorschuss? Ja, mein verehrter Herr. Storch. Verehrter Herr Storch. Ich meine, eine Krankenhauseinweisung ist ja schließlich ein Verwaltungsakt. Nicht wahr? Können wir nicht verfahren wie auf dem Gemüsemarkt? Ja, sagen Sie mal, was kostet das? Das wissen wir doch erst hinterher. Das kommt doch ganz auf die Behandlung, nicht wahr? Die Unterbringung, die Pflegesätze an. Na ja, ich zahle bar, ich zahle immer bar. Was ist denn da noch? Haben Sie vielleicht ein Scheckheft oder einen Ausweis Ihrer Bank was dabei? Hören Sie mal, Ausweis sehe ich so aus, als wenn ich der Bank mein Geld anvertrauen würde. Ja, um Gottes Willen, wo wollen Sie damit hin? Erst glauben Sie mir nicht, dass ich bezahlen kann, und dann passt es ja nicht, wenn ich mein Geld bei mir habe. Es ist doch nicht üblich, dass jemand sein Vermögen in einen Plastikbeutel mit in ein Krankenhaus bringt. Wer soll dafür haften? Ich pass schon auf. Na gut, bitte. Dann gehen wir zunächst mal zur Anmeldung, nicht wahr? Vielleicht brauchen Sie gar nicht operiert zu werden. Mal husten. Danke. Sie können sich jetzt wieder anziehen, Herr Storch. Wo ist denn Schäfer? Im Labor. Ach, hast du einen Moment Zeit? Ja, was gibt's? Leistenbruch. Mit Grüßen von Basler. Ah ja? Wie geht's ihm denn? Nur anscheinend sehr gut, sonst hätte er mich nicht hierher geschickt. Die Gefahr einer Einklemmung ist ja groß. Sie sollten ihm dankbar sein. Übrigens, die Verwaltung hat Probleme mit Herrn Storch. Ah ja? Ja, recht. Bar bezahlen will. Na ja, warum nicht? Soweit ich Herrn Mühlmann verstanden habe, trägt Herr Storch sein gesamtes Vermögen bei sich. Ja, 48.720 Mark. War es da drin, in dem Koffer? Ja. Na, das können Sie doch bei einer Bank vor der Operation deponieren. Nee, die Bank kriegt kein Geld von mir. Mein Vater hat alles verloren in der Inflation und nicht in der Währungsreform. Hören Sie zu, Sie können doch nicht 48.027 Mark. 720 Mark. Natürlich. 27 Mark, ein gewaltiger Unterschied. Natürlich ist das anders. Ja, aber so viel Geld können Sie doch nicht in einem Schrank auf der Station aufbewahren wollen. Warum denn nicht? Ich schlaf drauf. Bitte? Ja, bin's mal auf dem Rücken, mache ich zu Hause auch immer. Und während der Operation? Da auch, oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Na, wie soll ich denn schneiden? Wir schneiden doch ganz woanders. Ja, Ihnen tät es ja anvertrauen, mein Geld. Ah ja? Na, das ehrt mich aber sehr. Sagen Sie, haben Sie in Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis niemanden, ach, dem Sie... Ach, na, Freunde, Verwandte, hören Sie mir auf. Wissen Sie, dass ich den Basler bitten musste, auf meine Tiere aufzupassen? Also den Basler bitte. Ja, wohl das Letzte. Ja, das ist wirklich wahr. Na ja. Ihnen fällt sich eine Lösung ein. Ich wiedersehen. Wiedersehen. Schwester Ina wird Sie dann einweisen. Herr Storch, da sind noch ein paar Gänge zu machen. Bettwäsche, Nachthemden und so weiter. Schwester Ina! Ja, da sind wir, Moment mal. Wird denn sowas auch richtig gemacht? Ich meine, so eine Operation. Ja, ich glaube schon. Weil passen tut mir das nämlich gar nicht. Schwester Ina, das ist Herr Storch. Wird in den nächsten Tagen an der Leiste operiert. In den nächsten Tagen, warum nicht gleich? Das geht nicht, Sie müssen nüchtern sein. Ja, hören Sie mal, nüchtern sein. Fällt Ihnen denn ein? Bitte? Na, ich habe seit Weihnachten mein letztes Schnäpschen getrunken. Ach. Nüchtern sein. Mit nüchtern ist gemeint, dass Sie vorher nichts gegessen haben. Ach so, na ja, dann müssen Sie auch sagen. Nicht. Okay, ja. Herr Storch! Ha? Daniel. Bist du fit? Ich suche einen Partner. Du hast nichts zu machen. Ach komm, gib dir einen Ruck. Ich wollte nur einen Kaffee austrinken. Ich muss in die Klinik. Hallo. Hast du eine Zigarette für mich? Aber du weißt doch. Haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Darf ich vorstellen, dass wir mein Kollege Udo... Durchzug. Und Tierpark. Ach nein. Ja. Ich muss da. Tschüss. Tschüss. Ich hatte noch keine Gelegenheit, zurückzurufen. Mach doch nichts. Eigentlich war ich mit meiner Frau verabredet zum Spielen, aber ich hatte keine Zeit. Operation. Ist das eine Einladung zum Match? Wenn Sie möchten. Ja, gut. Zu Herzen, das Match ist unfair. Ich war mal badische Landesmeisterin.
Danke. Ja, ich melde mich dann nochmal. Mhm. Na, hast du gewonnen? Nein, die Dame war sehr stark. Aha. Und auch sonst eine klasse Frau, nicht? Ja, wahrscheinlich. Aber du weißt ja, ich bin in festen Händen. So, Herr Budweiler, jetzt können Sie wieder richtig schön liegen. Ah, ja. Ja? Toll. Ich lasse noch ein bisschen frische Luft rein. Prima. Herr Storch zum EKG. Was ist denn das? EKG ist ein Elektrokardiogramm. Das tut nicht weh. Da wird nur gemessen, was Ihre Pumpe macht. Nee, dann bin ich hier falsch. Meine Pumpe ist in Ordnung. Ich habe eine Leistenbruch. Na, nun kommen Sie mal. Die Ärzte wissen schon, was Sie anordnen. Was wollen Sie denn mit dem Koffer? Wieso? Das ist mein Koffer. Den gebe ich nicht aus der Hand. Ja, aber vielleicht kann Herr Budweiler so lange... Vielleicht glaubt er, ich hau mit dem Koffer ab. Ja, komm, geben Sie mir mal Ihren Koffer. Nein, das ist mein Koffer. Aber nun seien Sie doch vernünftig. Das ist ein ganz wichtiger Koffer. Unter den Koffer kein AEG oder wie das? Aber Herr Storch, nun geben Sie mir mal. Nee, ich passe dann schon darauf. Was ist denn da? Herr Professor, Herr Storch will den Koffer mit zum EKG nehmen. Na, dann lassen Sie ihn doch. Lassen Sie mich doch. Na, dann lasse ich ihn doch. Nun kommen Sie mal. Na, ach, Herr Storch, vielleicht könnten Sie Ihr Köfferchen doch mal einen Augenblick abstellen, ja? Also eigentlich habe ich einen Leistenbruch. Wir machen jetzt ein Belastungs-EKG. So, bitteschön, nehmen Sie Platz. Nun strampeln Sie mal schön hier auf dem Ergometer. Danke. Na ja, ein bisschen mehr vielleicht, hm? Ja, na ja, 20 sollte der Tacho wenigstens schon anzeigen. Ja. Hm. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht Radfahren. Ja, sehen Sie. Das gefällt mir schon viel besser. Ja. Ja, gut, 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 gut. Dankeschön, das reicht. So, bitte nehmen Sie da drüben Platz, legen Sie sich hin und entspannen Sie sich. Da können Sie nur sehen, ob mein Leistenbruch operiert werden muss oder nicht. Nein, Herr Storch, wir messen hier gewissermaßen, was man Ihrem Herzen in der Narkose zumuten kann. Ja, mein Herz ist alles in Ordnung. Ja, das ist doch prima. Hätte ich Ihnen noch vorher sagen können. Ah, Sherry. Ja, was? So schön. Sie sollten mit dem Hund tauschen. Er den Sack und Sie die Zeitung. Aber bitte setzen Sie sich doch. Oder sehe ich aus wie ein Wegelagerer? Nein. Sherry, komm. Nein. Aber eine ältere Dame sollte sich nicht so abschleppen. Lassen die den gar nicht ins Haus liefern? Bitte. Wirklich gute junge Kartoffeln gibt's nur bei Fritsche. Und da muss man eben hingehen. Ja, ich hab gut reden. Ich werde rund um die Uhr verwöhnt, dort oben im Seniorenheim Adlerhorst. Ich bin noch berufstätig. Ach. Wollen Sie oder müssen Sie? Ich will. Ah. Ja, ich weiß nicht, ich bin da mehr für die Beschaulichkeit. Gearbeitet hat man ja in seinem Leben genug. Ich mag nicht abgeschnitten sein von allem. Ich brauche das Leben um mich rum. Oh ja, und in ein Seniorenheim, da will ich schon gar nicht. Und sagen Sie das nicht? Ich habe da mein eigenes Reich. Wohnzimmer, Schlafzimmer, sogar eine kleine Küche. Wenn ich will, werde ich betreut. Wenn ich nicht will, werde ich in Ruhe gelassen. Naja, ganz billig ist die Geschichte natürlich nicht. Aber meine gute Pension und ein paar Ersparnisse haben gereicht, mich da einzukaufen. Ja. Ich war früher Richter, aber bin schon seit 12 Jahren pensioniert. Ein schöner Blick ist das, ne? Ja. Aber
Sie sehen so aus, als ob Sie ihn noch nie richtig in Ruhe genossen hätten. Bis vor 4 Jahren habe ich mit meiner Frau dort oben gewohnt. Dann ist sie leider gestorben. Ich war nie verheiratet. Dann können Sie auch niemanden vermissen. Ach, wissen Sie. Verluste hat jeder. Ich bin Hausangestellte bei Professor Brinkmann. Erst beim Vater und dann beim Sohn. So zarte Person wie Sie. Übrigens, Professor Brinkmann hat mir mal vor 5 Jahren ein Magengeschwür entfernt. Ein tüchtiger Arzt, wie? Worauf Sie sich verlassen können. Naja, also dann will ich mal wieder. Also dann, schönen Tag noch, Herr... Taubrich. Konstantin Taubrich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sherry, komm. Es geht los. Herr Storch, Sie möchten bitte noch mal zum Herrn Professor kommen. Ja, ist gut. Wo ist denn er? Wenn Sie rauskommen, links und dann wieder links und dann immer geradeaus. Ja? Aha, wieder geradeaus und dann kommen die, finde ich das auch. Herr Storch, und dann lesen Sie sich das hier bitte durch. Ja. Und wenn Sie mit allem einverstanden sind, dann unterschreiben Sie mir bitte hier da, wo das Kreuz ist. Ja. Kommen Sie her, ich helfe Ihnen. Alles schön. Und bitte denken Sie dran, nach dem Tee nichts mehr zu sich zu nehmen, ja? Bis nachher. Was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut? Doch, doch, ausgezeichnet. Aber dir nicht, was? Hast du eine kleine Koffermagge, wie? Was hast du denn da drin? Da ist Sprengstoff drin. Wenn einer den Koffer in die Hand nimmt, geht er in die Luft. Sag bloß. Ich dachte mal, ich liege in der Chirurgie. Dabei ist das hier wohl die Klapsmühle, was? Nee, aber ich kann dir zeigen, wie du da hinkommst. So, damit dürfte auch die Gefahr einer Infektion gebannt sein. Ich glaube auch. Der OP-Plan für morgen ist perfekt. Ein ruhiger Tag, ein Leistenbruch, eine Unterarmfraktur. Das ist alles. Herr Professor, Herr Storch. Sie wollten mich sprechen. Bleibt bitte hier durch. Ich brauche vielleicht deine Unterstützung. Ja, Herr Storch. Nehmen Sie Platz. Danke. So, morgen ist es soweit. Morgen werden Sie operiert. Ich habe mir erlaubt, mit meiner Bank zu telefonieren. Die schicken jemanden vorbei, der Ihr Geld abholt. Gegen Quittung natürlich. Nee. Was heißt nee? Nein, mein Geld kriegt keine Bank. Was? Nee. Und wo wollen Sie denn hin damit? Während der Operation. Und hinterher? Wer soll Sie denn vor Diebstahl schützen? Professor, passt schon auf. Ach so? Na, das freut mich aber sehr, dass Sie sowas sagen. Und wo soll ich das Geld lassen? In meinem Nachttisch? Oh, ja, so einen Weg finden. Aha. Na, da gibt's natürlich noch eine Frage, ne? Stellen Sie sich vor, Ihnen passiert was. Ich glaube zwar nicht, dass bei der Operation irgendwelche Komplikationen eintreten, aber wenn doch, na, was soll ich dann mit dem Geld machen? Sie haben doch ein Testament gemacht. Nee, wozu? Wozu? Ja. Ich habe keine Verwandten. Ja, dann kennen Sie vielleicht eine wohltätige Organisation, der Sie es geben wollen. Nee, ich habe noch nie was von einer wohltätigen Organisation gekriegt. Herr Storch, wir müssen doch eine Lösung finden. Ja, ich weiß nicht, wovon wir so lange da rumreden. Es ist doch ganz einfach. Sie behalten das Geld und nach der Operation geben Sie es mir wieder. Und damit Sie keine Schererei kriegen, bezahle ich Ihnen die Operation vorher. Was macht es denn? Ja, wie soll ich das wissen? Sie müssen doch wissen, was eine Operation kostet. Sie machen doch selber tauchen. Moment. Fragt er jetzt, was eine Operation kostet? Ist Mühlmann noch da? Schon weg. Gut. Na, Sie machen mir vielleicht Komplikationen. Na, ich zahle immer bar. Der Verwaltungskram, der bringt uns doch alle um. Also gut, lassen Sie das Geld da. Also sehen Sie, mit Ihnen kann man doch wenigstens reden, dass Sie nur alles gleich haben können. Aber der Herr im eleganten Anzug und ohne Haare, wer macht ja große Geschichten mit Ausweisen, muss man zeigen. Alles und da kann man nicht auf Blödes gepackt. So, was machen wir jetzt? Die Bank hat zu. Du musst doch in den Safe. Ach, den öffnet man mit einem Schraubenzieher. Ach so. Soll ich Mühlmann anrufen? Wieso? Damit er herkommt und wir das Geld in seinem Safe einschließen. Ach, Mühlmann würde nie Geld annehmen, das nicht korrekt verrechnet ist. Ja, das ist auch wahr. Also, nehmen wir es mit nach Hause. Gut.
Entschuldigung, aber ich wollte mich eigentlich nur verabschieden kommen. Ach ja, heute ist es ja soweit. Soll ich Ihnen was sagen, Elke? Wir lassen Sie ungern gehen. Machen Sie mir es doch nicht noch schwerer. Und wenn Harry nicht so ein dufter Typ wäre, dann würde ich Sie gar nicht gehen lassen, meine Frau auch nicht. Arbeitest du weiter? Ja. Harry hat auch eine Stelle als Produktionsleiter bekommen. Na, prima. Schreiben Sie uns mal. Ja, mach ich. Also, mach's gut, Kleine. Alles Gute. Dankeschön. Udo? Ja? Hast du mal einen Augenblick Zeit? Ja, klar. Das war kein Zufall gestern. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich spreche von unserem Tennisstar. Das Mädchen hat sich nur an mich herangemacht, um dich kennenzulernen. Ja, wirklich. Weißt du, dadurch, dass ich so voll auf dir abgefahren bin, habe ich es nicht gleich gemerkt. Und erst als sie mich fragte, ob du auch Tennis spielst und was du für ein Mensch bist, ist mir natürlich ein Licht aufgegangen. Also meine Wanderjahre sind vorbei. Versprochen? Versprochen. Lässt du die Kippe liegen? Hallo? Ach, wo kommen Sie denn her? Naja, von meiner Schwester, die wohnt doch hier. Ja, aber woher wissen Sie, dass ich im Rathaus bin? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe in der Klinik angerufen. Bitteschön. Danke. Sagen Sie, könnten wir nicht noch einen Kaffee trinken da drüben? Ich, also, ich bin mitten im Dienst. Ich habe mir nur für diesen Behördengang frei. Also gut, einen Kaffee. Einen Kaffee. Das sind wunderschöne Blumen. Habe ich selber gepflückt und gebunden. Donnerwetter. Wie geht's Ihnen? Also jetzt im Augenblick ausgezeichnet. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Ja, ich weiß, wir müssen zurück in die Klinik, aber wir sehen uns ja bald wieder. Wieso? Mehr verrate ich nicht. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, ich glaube schon, ja. Ich meine, ich müsste jetzt zu weit ausholen. Ich sag's Ihnen das nächste Mal. Ja, also ich muss jetzt, glaube ich, wirklich gehen. Also dann? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann fahre ich gleich von hier aus los. Und bitte grüß Mama. Weißt du, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Immerhin hat sie solche Attacken schon öfter gehabt. Ja, bis später. Es war Angies Vater. Seiner Mama geht's gar nicht gut. Da musst du hin? Na, ich muss nicht, aber irgendwie kann ich da gar nicht anders. Weißt du, seine Mama, die hat mich immer mehr geliebt als ihre eigenen Töchter. Klar, da musst du hin. Udo? Ja? Irgendwas gefällt mir an deinem Ton nicht. Entschuldige. Also irgendwas gefällt mir auch an deinem Entschuldige nicht. Du, ich möchte eine Frau besuchen, der ich sehr viel verdanke. Und die vielleicht morgen schon nicht mehr lebt. Gut, dann bitte ich dich noch mal zum Verzeihung. Weißt du, ich bin für mein Alter noch sehr egoistisch und unvernünftig. Tja, das stimmt leider. Namen Kitty. Namen Kitty. Ach, das riecht ja wunderbar bei dir. Guten Abend. Ja, was ist das denn? Habt ihr Spermelauf gelesen? Den werde ich gleich mal in den Keller bringen. Wer weiß, was da für Ungeziefer ist. Nee. Du, der Koffer bleibt hier. Da gehört deinem Patienten. Sag mal, was hast du denn heute Abend gekocht? Ein Patienten gehört da. Das muss aber ein armes Kerlchen sein. Im Gegenteil. In dem Koffer ist Geld. Um Gottes Willen. Hast du ihn gestohlen? Leider nicht. Klaus muss ihn nur aufbewahren.
Und sag uns aber, was so gut riecht. Pilzragout und junge Kartoffeln. Du, Christa, sag mal, sind die Blumen von Vollmers? Im Arztzimmer. Ja, als ich aus dem Rathaus kam, stand er plötzlich da. Ja, er hat angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass du dort bist. Mhm, wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Aha. Ist er extra deinetwegen gekommen? Nein, seine Schwester wohnt hier. Dann kommt er wohl öfter, was? Zu seiner Schwester? Ja, wahrscheinlich. Warum fragst du? Och, nur so. Und, schläft sie? Wir waren den ganzen Tag in der frischen Luft. Dann schläft sie wie ein Murmeltier. Fein. Trinken Sie noch einen mit? Nein, danke. Oh, kommen Sie, trinken Sie. Zwei vor dem Essen, zwei nach dem Essen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Obwohl, na, mich geht das ja nichts an. Ja, Sie sind ja eine Erzieherin. Nicht für Erwachsene. Warum sind Sie eigentlich nicht mitgefahren? Wohin, so Ex-Schwiegermama meiner Frau? Ja. Was soll ich denn da? Ich mag die ganze Familie nicht. Warum fragen Sie das? Weil Sie ein bisschen vernachlässigt wirken. Ja, das täuscht. Wissen Sie, wir führen eine sehr moderne Ehe. Da genehmigt jeder dem anderen sein eigenes Leben. Na, dann ist ja gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Tennisass. Wie geht's uns denn? Hallo, guten Abend. Was macht das Ziehen in der Hüfte? Warum? Wollen Sie eine Therapie einleiten? Oh, ich würde mich vielleicht überreden lassen. Ich überrede niemand. Ich finde es angemessener, wenn Sie mich von der Notwendigkeit einer Heilbehandlung überzeugen würden. Also gegen einen kleinen Notarztdienst wäre wohl nichts einzuwenden. Bis dann. Herr Dr. Brinkmann! Herein! Sie wollen doch wohl nicht etwa mit dem Wagen weg. Ein Einsamer tut manches in der Not. Jawohl. Ja. Ja, ja. Was war denn das? Das ist sicher Udo, ich mach das schon. Was war denn das für ein Lärm? Wahrscheinlich wieder Udo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Christel, meine Verehrung. Wie sagte ich doch ganz richtig, ein Einsamer tut manches in der Not. Waren Sie schon in den Betten? Nicht so schnell.
Hier erlebt nämlich die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Dann setz dich erst mal hin, du verlorener Sohn, ja? Ja. Kitty, mach ihm einen starken Kaffee. Ein gütiges Schicksal hat mich hierher geführt. Und ich in den Armen einer schönen, aber unheilvollen Frau zu landen. Du hättest aber auch an einem Felsen landen können, nicht? Wo ist denn Katharina? Katharina? Ist zu Frederik. Ja, hier, seine Mama liegt im Sterben und Katharina hat dieser Mama sehr viel zu verdanken. Das soll jeder einsehen. Mund auf. So, jetzt schluckt das. Mein Papi ist ein lieber Mensch. Du tatest weise, ihn zu nehmen und nicht mich. Ja? Ja, der ist hier. Nein, es ist weiter nichts passiert. Bitte, bitte, keine Ursache, guten Abend. Euer Kindermädchen fragt besorgt, ob du hier bist. Warum ist das rührend, wie sich alle hier um mich kümmern? Fürs auf eine. Hoffentlich bist du keiner Polizeistreife aufgefallen. Pass auf, wie es heißt. Oh, Kitty, das ist lieb von dir. Du, weißt du noch? Weißt du noch, wie ich unter deiner Aufsicht im Sandkasten gespielt habe? Ich liebe euch alle. Ja, wir lieben dich auch. Trotzdem bin ich auf der Flucht. Auf der Flucht vor dem Kindermädchen und vor Ursula Ron. Nein. Und wen interessiert das nicht? Katharina interessiert das nicht. Überhaupt nicht. Sie sitzt lieber am Bett ihrer sterbenden Ex-Schwiegermama. Ach, wahrscheinlich hast du recht, du. Das ist keine einmalige Reiberei, das ist eine Dauerkrise. Er will Katharina ganz und sie gibt ihm immer nur ein bisschen. Doch nur, wenn sie Lust dazu hat. Aber bis vor 2, 3 Jahren war doch alles in Ordnung. Ach, weißt du, Katharina ist für ihn zu selbstbewusst und zu ehrgeizig. Das heißt, er ist für sie zu anhänglich und zu selbstzufrieden. Sie will immer Action und er will seine Ruhe. Was ich bei ihm nie für möglich gehalten hätte. Ich auch nicht. Ach, weißt du, nach den Gesichtspunkten der Vernunft hat Katharina im Einzelnen immer recht, aber es harmoniert halt nicht mit seiner Auffassung von der Ehe. Mich beunruhigt das alles ein bisschen. Obwohl er erwachsen ist und alles natürlich alleine in den Griff kriegen müsste, nicht? Ja. Katharina ist aber auch ein bisschen weltfremd. Warum? Ich engagiere doch nicht ein bildhübsches Kindermädchen, wenn ich 6 Abende in der Woche nicht zu Hause bin. Ach so. Och, weißt du, bei mir könntest du das alles machen. Das könnte dir so passen. Na, geht's wieder? Ja, ja. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ach was. Hoffentlich wird's nicht zur Gewohnheit. Das Trinken, meine ich. Ha, stimmt nicht. So. Und jetzt mache ich mir besonders schöne Naht dem Storch. Er zahlt bar. Meisterzeichen also. Wo ist mein Geld? Das darf doch nicht wahr sein. Im Koffer. Und den Koffer hat der Herr Professor. Anscheinend habe ich die Operation überstanden. Anscheinend. Darf man reinkommen? Das geht jetzt aber nicht. Der Patient ist eben erst aufgewacht. Dr. Basler, bin der Hausarzt. Ach so. Gott, Schwester. Ja, Sebastian, wie geht's? Nimm den Stuhl, setz dich jetzt. Danke, Schwester. Es waren die Tiere. Einer von deinen Hunden hat mit Handbissen, der ganz feucht mit der Hund, ja? Deine Sau hat mir Dreck geschmissen. Aber geht's ihm gut. Was ist denn das? Das ist Geld. 650 habe ich gekriegt für dein Fußbänkle. Meine Rechnung macht 50. Hättest du auch 800 oder 1000 ausfinden können. Was, du weißt es? Ja, natürlich. Ja, ich habe doch früher
Schon gar kein Handel damit getrieben. Steck das Geld weg. Na, dann kommt gar Steck das Frage. Geld weg. Ich darf mich nicht aufregen. Ich bin frisch operiert, wie er kommt. Also gut, Sebastian. Wie geht's dir sonst? Hier gibt's keine Ziegenmilch. Wolter hat mir gesagt, dass du hier bist. Grüß dich, Gott, Klaas. Grüß dich. Na ja, da hast du mir was Feines ins Haus gebracht. Chapeau, richer Kerl, gell? Das ist mein Koffer. Und Sie haben doch nicht geglaubt, dass ich ihn mitbringe. Na, natürlich, wenn ich euch am unterm Kopf ist. Ach so. Also gut, heute Nachmittag, nicht? Aber nicht vergessen, du bist bald raus hier. Nee. Ein paar Tage müssen ich noch bleiben. Ach, wenn, dann musst du doch länger auf meine Viecher aufpassen. Ja, das soll ich machen. Kommst du noch auf einen Kaffee zu mir? Ja, ganz klar. Wiedersehen, Herr Stark. Ja, nicht gekommen, hat ich vergessen. Erhol dich gut, Sebastian. Gell, wenn ich in der Nähe bin, gucke ich wieder zu dir rein. Ja, ist gut. Wenn du wieder vorbeikommst, bring ein bisschen Milch von der Ziege mit. Nicht mal sowas gibt's hier in dem Laden. Das ist ja langweilig. Und hier raus hier. Dr. Brinkmann, Telefon. Ja, danke. Ja? Ich bin's, Udo. Frederiks Mutter ist heute Nacht gestorben. Es tut mir leid. Ich fahre jetzt dann gleich los. Und noch was, Udo. Ich möchte dich bitten, den Streit von gestern Abend zu vergessen. Wir waren beide... Es tut mir leid. Ich möchte, dass wir uns wieder vertragen. Das möchte ich auch. Das ist schön. Ist mit Angie alles in Ordnung? Ja, alles klar. Natürlich. Ich freue mich auf dich. Wollen Sie nicht nachzählen? Nee, hab Vertrauen zu Ihnen. Danke. Das wären dann noch 350 Mark. Ah, okay. Darf ich vielleicht mal? Ja. Eins, zwei, drei, vier, noch ein Zehner. Okay, ja, ja. Vier, fünf, eins, zwei, drei. Ja, das wär's dann. Das ist wie ihr meint, ja. Schon. Ja, das ist, das können Sie wieder einpacken. Nein, 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 nein. Ach so, ja, entschuldigen Sie. Recht. Ja. Der Mühlmann. So, bitte schön, Herr Storch, das wirst du. Ja, schön, ja, schön. Ja, MWST. Wieso habe ich das auch gehabt? Mehrwertsteuer.
Hallo, ich habe gesagt, das ist ja nicht. Guten Tag. Wiedersehen, Herr Storch. Wiedersehen, Herr Storch. Ja, dass sowas gut geht. Er brachte zweifellos eine skurrile Note in unseren Alltagstrott.